Mal. Aha. Damit aber nicht. Aha. Was? Oh Mann! Wie behindert! Ich hab mich extra schon dieses rückwärts. Spiel, Alter, das ist der Wahnsinn! Ich hab mich extra schon rückwärts hingestellt, ja, damit ich nichts sehen muss, und dann kam der von der Seite. Hast du gewusst, dass da was kommt? Nein, ich hab mich rückwärts hingestellt, damit ich eben nichts sehe. Aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Boah, das ist so mies. Meine Taschenlampe geht nicht mehr. Du hast kein Öl. Oh. Die schreien, ey. Ey, es ist. Ich schrei tue ich echt nur bei sowas, ey. Sonst schrei tue ich nie. Solche Räume mag ich gar nicht. Moritz, es kann echt nochmal passen, dass ich was. Ich guck lieber nicht, ich hab keine Lust drauf. Weil es nur keinen Bock nochmal rumzuschreien, ey. Das ist einfach. Willst du jetzt spielen? Nee, du machst weiter. Was kann ich immer? Ja, kurz bist du da. Oh. Hat zwar nichts gebracht, aber immerhin. Guck mal, guck jeden Raum nach irgendwelchen Zeugs aus, zu finden. Schlüssel oder sowas. Guck mal, da ist was. Ja, brauche ich jetzt ein Ding für? Ein Hebel bestimmt, dass man so reinschieben kann. Nicht verschwenden, Moritz. Ja. Waren wir hier schon? Gut, da liegt was, Moritz. Wenn ich aufhebe. Guck mal, das muss da reinstecken. Ach, hallo. Du Scheiße. Da kommt gleich was. Da bin ich mir so derbe sicher. Ja, wieder was kommt. Ich weiß noch nicht, was es gebracht hat, aber es hat auf jeden Fall einen Trigger ausgelöst. Geht die Tür auf, ja? Jetzt, ja. Öl. Sehr gut, Mord. Da ist ein Schrank, oh nein. Da kommt er gleich raus. Sowieso. Oh, da ist was. Betätig das mal. Kam er jetzt raus oder nicht? Ich kam keine dramatische Musik mehr uns. Du weißt, wenn Motze kommt, gibt es immer dramatische Musik. Sind wir so. Ja, aber. Aber was hat das ausgelöst? Das ist die Frage. Was auch vor fetzten Leichen. Da. Ist da was? Das ist jetzt offen. Ja, gehst jetzt da rein. Oh nee, da komm ich ja her. Komm, mach doch mal. Ja, geil, immer opfert sich, jawohl. Oh. Ja, ich hab schon zwei Schocker jetzt ausgehalten, das ist doch ganz gut, hier war ich schon. Du musst einfach durchgehen jetzt den Gang. Ja, und ihr merkt, Emre spielt ganz anders als ich, spielt viel hektischer. Ne, ich glaube, hä? Hier war ich schon. Muss in die andere Richtung. Die da? Nein, da komm her. Genau. Boah, hab vor allem so fette Leichen, immer rein. Hier. Hier waren wir noch nicht. Nein, hier können wir rein. Oh, zum Glück blendet das Licht so derbe, dass ich nichts sehe von hier. Oh. Warum gibt's so derbe viel Öl? Moment mal, haben wir das nicht schon drin? Nein, sonst wäre das Öl ja nicht da. Ich meine, Öl. Ja, stimmt ja. Wir hätten niemals Öl liegen lassen. Im Media ist das, was ich am liebsten finde, Öl. Ja, hier geht's jetzt weiter. Oh Gott, du bist gleich so derbe Oh Gott. Vielleicht sind wir hier auch fertig, Emma. Kann sein, dass wir auch wieder raus müssen. Oder? Kann sein, dass wir jetzt das Ding aktiviert haben? Das kann sein, mal ein bisschen. Ja, ist schon in Ordnung. Oh, hier schon. Das stimmt. Ja, aber das war vielleicht der Grund, warum wir das Ganze gemacht haben. Ich weiß nicht. Der will das Ding runterfällt. Geht nicht. Ja. Das hat eben so episch gequietscht.
Oh nein. Ey, Wendeltreppen in Horrorspielen. Wo bin ich hier schon? Da fehlt noch ein Licht. Ein Licht fehlt noch, dann haben wir es. Da fehlt noch eins, Emre. Du musst noch mal runter. Irgendwas haben wir da übersehen. Hier haben wir doch alles. Achso. Chemikalien, irgendwas. Nee, ich glaube, das brauchen wir nicht, Emre. Wobei, wozu haben wir sonst den Scheiß bekommen? Ja, wir haben diese mal irgendwie. Der war schon richtig. Aber wir haben nichts übersehen. Ich hasse diese Atmosphäre in dem Spiel einfach. Ja. Ich hasse es. Das dröhnt einfach nur den Kopf zu, ey. Wie Krokodil. Krokodil, ey. Ja, sterben. Vor einem Jahr an Drogen nehmen und danach sterben. Wenn ich ihm das aufgenommen vielleicht. Nee. Ja, so derbe viel Öl, du kannst Öl verschwenden. Oh, dieses Wassergeräusch! Ja, das bin ich. Ja, ich weiß, oh, das ist eklig. Gibt's dann links? Plonk, plonk, plonk. Plonk, 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 plonk. Stop on the water. Moment. Also. Boah, Öl geht wieder super schnell leer. Ja, wir haben nur noch zwei Volldinger. Da war die Leiche, die rumgefetzt ist. Oh. Vielleicht müssen wir hier auch triggern. Ich hab keinen Bock, ey. Ich hab echt Angst vor Schränke. Geht der jetzt wieder hoch? Nö. Okay, den hatten wir nicht aktiviert. Jetzt kannst du vielleicht hier durch irgendeine Tür gehen. Und sterben. Muss sein, ey. Ja. Emma und ich haben zwar nicht geschrien, aber hättet ihr in unsere Gesichter gehört. Hättet ihr mein Herz, Puls, hättet gemessen, ihr, das wäre jetzt echt euer Messgerät. Emma's mein Gesicht hat sowas gesagt wie, what the... Oh, schmeiß mit dem Mikrofon rum. What the fuck, meine ich. Das Mikrofon soll ich lieber nicht rumfetzen. Oh, geil, in Dunkelheit. Wart jetzt was gefunden? Oh nein. Wieso explodiert das Ding, wenn man Schalter umlegt? Macht mal so derbe keinen Sinn. Run. Geradeaus oder links? Nach hinten, da war doch so ein Schrank, wo du das Öl hast. Wassermonster. Also, es war ein Wassermonster? Ja. Run! Och. Super verletzt halt, ne? Ja, sag mal. Kaum bei Bewusstsein, ja, das ist natürlich gut. Alter. Warum tust du das, Emre? Das ist nicht die richtige Richtung, oder? Nein, ey. Alter, das Wassermonster ist ja an sich nicht schlimm, weil man sieht es ja nicht. Ja, zum Glück, ey. Würde man sehen, wäre es noch gruselig. Das Run war ganz sinnvoll, finde ich. Hä? Ey, run, einfach so run! Oh Gott. Ich glaube, es ist weg. Er ist weg. Oh. Oh Mann. Das ist vielleicht sowas von verdammt gruselig, ne? Fuck you very much. Spring noch auf die Kiste. Die Key. Boah, da ist es. Er steht so im Wasser. Ja, wir haben verkackt, weil wir den Schlüssel nicht haben. Du hättest nicht das Event triggern sollen. Ja, lass dich umbringen. Nein, los jetzt, mach alles. Auf. Wir
müssen den Schlüssel finden irgendwo. Hey, was ist das? Ist auch immer you mad? Ja, echt. Run! Geh mal nach links. Da bist du aber jetzt gefangen, ne? Fuck you. Dann vielleicht geht es ja weg. Diese Musik, ey. Vor allen Dingen habe ich ein relativ starkes Basssystem. Ja, muss mal gucken, wo wir haben. Ey. Oh. Oh. Danke. Ja, ich glaube, es ist nicht weggegangen. Geh nicht durch. Ja, aber das Monster. Okay, doch, das Monster. Ich mach halt weg, Mann, ich mach jetzt nach. Hallo. Also, ich muss sagen. Hä? Ich hol deine Feinde nicht so lange. Ich muss sagen, also. Der Mod ist ganz gut, aber irgendwie finde ich ihn teilweise einfach nur derbe unfair. Nicht derbe, was derbe unfair ist, aber derbe schwer. Ja. Nein, also lass dich umbringen. Nein, ich nicht. Es wird immer lauter! Ja, das ist immer näher kommt. Oh. Willst du da durchkommen? Hier ist kein Schlüssel, das ist das Problem. Sicher, ich glaube nicht, dass deiner ist. Weil das sind mini kleine Schlüssel. Ja, sicher, aber das wäre auch richtig an. Bam, Critical Hit. Okay, Moment mal. So, wir sind wieder da. Einfaches Problem der Lösung ist, soweit wir das nachgeguckt haben, einfach schnell genug sein. Einfach nur verdammt schnell sein. Gleich nicht pausieren, einfach durchrennen. Und das macht Emre jetzt. Weil das nicht so einfach wirkt gerade. Lauf geradlinig den Weg durch. Tür auf und weiter. Und weiter und weiter. So, da haben wir den Schlüssel. So, mach auf. Und. Oh! Das war. Derbe knapp. Das war derbe gemein, aber was fertig ist, ist fertig. So. Jetzt müssen wir die in einer bestimmten Reihenfolge wahrscheinlich wieder reinpacken. Das war falsch. Oh Moment, ich glaube, ich weiß, wie wir das machen müssen. Wieso? Nein, das geht um die Reihenfolge, Emre. Weil draußen waren nämlich solche. Ja, ich weiß, aber es geht um die Reihenfolge, Emre. Ja, meine ich ja, und die müssen wir ja auch nicht aufsuchen. Ja, probier einfach irgendeine raus. Wir haben genug Öl, lass Öl ruhig an. Naja. Zwei Dinger noch, zwei Pots. Warum machst du da wieder die Tür auf? Emre, bist du wahnsinnig geworden? Ja, das finde ich heute was. Oh, jetzt da ist das schon. Ja, komm. Runter. Runter, Mitte. Runter, hoch. Hoch, runter. Hast gemerkt? Ja. Runter, Mitte, hoch, runter. Runter, Mitte, hoch, runter. Tür schön zugemacht, okay. Runter passt und den so mehr mittig. Ja, nein. Dann pack ihn auch runter. Und dann der hoch und der runter. Anders nach unten. Genau so. Ah. Mach hier mal, benutzt mal so eine Zünderkacke. Wir waren doch hier schon. Nein. Doch, guck mal. Die haben aber die Tür nicht aufbekommen. Ja, jetzt haben wir aber einen Schalter aktiviert oben. Jetzt ist das Licht an. Ach du Scheiße, wir nähern uns dem derben Ende. Emre. Sag nichts. Oh oh.
Ach du Scheiße. Wieso gehst du da hin? Okay. Und tot. Nö, bin ich nicht. Oh, ey. Kannst du da hinlaufen? Ey, jetzt wird mir eh was passieren, gar nicht. Ach du Kacke. Jetzt kommt so. Sowieso. Derbe viele Viecher oder sowas. Das ist ein Zettel, oder? Zettel lesen. I won't let you scan our friends with each of brain your death. Ja, ich will es auch auf Deutsch übersetzen, bevor wir sterben. Ich lasse dich nicht flüchten. Nun werden meine Freunde dein Gehirn fressen. Du bist tot. Cool. Ich guck aber nicht hin, wie es ist. Oh! Wie derbe viele waren das? Ich hab nur die Beine gesehen und es waren bestimmt so 8 oder sowas. Naja, das war's von dem Let's Play. Von einem Let's Play Zombie Escape für Amnesia the Darkness. Und das Spiel. Was soll man dazu sagen, ey? Es ist verdammt, es ist halt eine Custom Map und für so eine solche ist es echt gut, aber ständig dieses Triggern und das halt ein bisschen blöd gelöst. Das war ein bisschen mühselig und nervig ständig. Ja, und das war auch teilweise verbuggt, zum Beispiel diese eine Schrankszene. Das ging zum Beispiel nicht immer, dass da dieses Vieh rausgekommen ist. Mal ab und zu mal, aber sonst. Ja. Aber gruselig war's. Ja, Emma und ich haben schon oft genug uns in die Hose gekackt, glaube ich. Aber wir haben es hinter uns gebracht. Der Mod wurde übrigens erstellt von Tieren299, steht unten. Ich glaube, er wurde mittlerweile schon von seinen Zombies aufgefressen. Hoffe ich. Drück mal linke Maustaste oder so, damit sie. Oh, schön. Ja, jetzt geht's. Laden. Wir haben es hinter uns gebracht, Emma. Ja, und jetzt muss ich nur noch meinen Livestream fertig machen, den ich dir, damit wir das nächste Woche, keine Ahnung, wenn du die Parts hochladen willst. Willst du ein Part machen oder alles komplett nach. Bei Dings, die Wild Zero Crew kann ich doch gar nicht alles bei einem Part hochladen. Ah, stimmt, es geht nicht, weil die scheiß 15 Minuten nicht reingeschaltet sind. Naja, gut. No. Ja. Schauen wir mal, ne? Ja. Hast du noch was dazu zu sagen? Die Aufnahme läuft nämlich noch. Amnesia ist verdammt gruselig. Ja, jetzt ist auch. Tschüss.